So, wir spielen Mario Kart. Jawohl. Jetzt müssen wir die Kamera ein bisschen drehen wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Dreh mal ein bisschen rüber, so, das schaut... Wow, mach mal. Oh, ich bin Spieler 1, Juno. Gucken wir mal, so, hier, ewig nicht mehr gespielt. Ich habe in meinem Leben noch nie Mario Kart gespielt. Eigentlich sollte jetzt auch der Chris spielen, aber der Chris ist auch irgendwie nicht da. Also ihr merkt, es ist totales Chaos. Ach, der macht gerade EC-Zahlung. Unser EC-Zahlungsboy. So, jetzt machen wir mal jeden an, dass jeder Ton hat. Und hallo, wir sind live auf Sendung. Ja. immer crashen hier. So, es ist nicht wunderschön. Hier, wer ist denn da? Irgendjemand muss mal auf den Basti da gehen. Bitte nicht auf meine Ex-Freundin. Da? Ich bin Spieler 1. Du bist Spieler 1, ist schon mal gut. Ja. Hervorragend. Geh mal weiter da auf mich. Ich bin immer der mit der Brille. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, wir sind... Also das ist Kevin von Filmkonfekt, der redet nicht gerne. Das haben wir schon festgestellt. Ich könnte euch jetzt auch natürlich mit Planet voll quatschen. Ich bin die 1. Home-Button? Ne? View-Menü, glaube ich. Ja, geh mal hier so ins View-Menü. View-Menü nicht. Ich glaube, ich habe was geschafft. Oh! Yeah, sehr gut. Der Benny hat es immer drauf. Sag mal ganz kurz, wie heißen denn unsere zwei Mitspieler? Mein Name ist Hassan Öztas. Und du bist? Michael. So, wir müssen die, glaube ich, noch sinken. Das ist nämlich das Problem. Meiner wird nämlich nicht gefunden. Benny, drückst du mal den Sync-Knopf bitte auf der Konsole, der ist vorne drauf. Und drück du zuerst. Ah, nee, ich mach zuerst. Ich synke mit, hoffe ich. Ja, ich bin gesynkt. Jetzt synke du mal. Du packst das Rocky. Weiß ich nicht, werden wir gleich merken. Sorry, jetzt habe ich deinen Namen gerade nicht gehört. Michael. Nicht gut. Eine reine Männerrunde hier. Drück nochmal, Benny. Das ist geil. Wir sind fertig mit dem Starten von dem Spiel in dem Moment, wo eigentlich schon das nächste Programmsegment dann losgehen soll wahrscheinlich. Alles kaputt. Alles am Arsch. Micha darf nicht mitspielen. Was habt ihr heute bisher hier so gesehen, während Micha versucht, seinen Controller zu synken? Benny, nimm du mal kurz und synke. Was habt ihr heute so hier gesehen? Was hat euch gefallen? Ja, Micha, unser Stand, hervorragend. Ja, Stand du kriegst schon mal 10 Minuten Vorsprung auf der ersten Stelle. Hassan, was hat dir gefallen? Also auf jeden Fall euer Stand mit der Sammlerschuhe. Das ist jetzt nachgemacht. Aber wegen der Sammlerschuhe auf jeden Fall. Der Sammelschuhe, okay. Ich liebe diesen Sammlerschuhe. Kevin, wie viele halbnackte Cosplayer hast du heute schon gesehen? Einige, aber es ist normal. Es ist normal. Das siehst du tagtäglich, oder? Ach so. Ja. Krass. So, wir haben alle. Juhu. Das heißt, wir können loslegen. Wir spielen... Das war die Kimi, die durchs Bild gelaufen ist. Schlimm. Wir spielen nämlich einen Grand Prix, und zwar einen 150er Grand Prix. Hat jemand von euch schon mal oder noch nie Mario Kart gespielt? Ich glaube, Basti nimmt Blue Yoshi. Mario Kart ist eigentlich wie immer. Ist ja klar. Ja, nicht Metall machen. So, wir fahren jetzt nämlich einen Cup und danach schauen wir mal, welcher der geilste Hengst am Stand ist. Ich glaube, es ist der Kevin. Der Kevin. So. Meine Sichtfähigkeit kann ich ein bisschen, glaube ich, ablosen. Was? Meine Sichtfähigkeit. Ist egal, nimm einfach das, was am besten ausschaut. Oh, das Kevin ist schon fertig. Wie bist du drauf? Ich bin Profi. Du bist Profi? Muss ich Angst vor dir haben? Okay, wir haben einen Profi, verdammt. Ich nehme ja eigentlich wenn wir das ganze neue DLC-Zeug nehmen, was ich noch nie benutzt habe. Das wäre ja fairer bei den Overskills, die ich eigentlich habe. Ich habe jetzt einfach mal nämlich eine große Klappe, damit ich gleich so richtig aufs Maul bekomme. Wo war denn? Ich habe gerade das Sportsbike. Habe ich jetzt blind? Ich habe es kaputt gemacht. Sportbike, da. Oh ja, gleich am Anfang alles da. Hervorragend. So, wir fahren random einen Cup hier oben. Ihr sagt jetzt irgendwann Stopp. Gut, wir fahren den hier. Yoshi! Ich glaube, ich muss okay. Nein, du. Ich glaube, alle müssen irgendwie so okay drücken. Nee. Steuerung habe ich keine Ahnung. Alles fahren. Hat irgendjemand auf der Wii schon mal gespielt? Ja, ich. Alles fahren. Gamecube. Set ist fast das gleiche. Ich glaube, Gas geben ist hier unten. Nee. A. Ah, sicher? Ja, auf jeden Fall. 100%. B ist Bremsen. Genau. Items schießt man hier drüben. Ja, genau. Das ist wichtig.
Und ich glaube, Steuern würde ich tendenziell mit dem Steuerkreuz. Nee, Steuern kann man mit... So, wir fahren Yoshi Cup. Mal gucken. Basti, ganz wichtig, links oben. Jeder darf sagen, wo er sich befindet, damit unsere Fans das auch wissen. Oben rechts. Links. Ich bin die Rosalina. Ich bin ein schönes Mädchen. So, ihr seht, Basti hat schon volle Kanne drauf. Weil ich bin schon in Position 3. Okay, tschüss. Okay, bin ganz weit hinten. Juhu. Was war denn so der erste Mario Kart-Titel, den ihr gespielt habt, damit wir mal den Altersunterschied hier aufzeigen können? 64er. Kevin, du hast wahrscheinlich Mario Kart auf der Wii das erste Mal gespielt, oder? Sterne sein, komm her, mein bester Freund. Oh, come on. Ui. Aua, das hat wehgetan. Basti stellt gerade fest, dass er, glaube ich, noch nie 150er Cup gefahren ist, weil das Motorrad überhaupt nicht so liegt, wie es normalerweise liegt. Ich hab kaum... Okay. So, wo kann man hier noch verdammt abkürzen? Da kann man nicht abkürzen, das habe ich gut bemerkt. Ich habe so vergessen, dass mit dem Motorrad so schwierig ist. Oh, ja. Jawohl, genau. Ah, wie gut, dass ich Neunter bin. Habt ihr eine Lieblingsstrecke? Regenbogenstrecke. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die das hassen. Wieso treffe ich hier auf der Convention nur Leute, die Rainbow Road lieben? Ich glaube, das liegt an der Community. Wir sind alle masochistisch, oder? Genau. Ich hasse kleine Pilze, habe ich das schon mal erwähnt? Ja, komm schon. Ich habe kein gutes Handling mit dem Motorrad. Was ist denn da bei euch los? Wieso prügelt ihr euch eigentlich um den letzten Platz? Habt ihr keine größeren Ambitionen in eurem Leben? Ah, das liegt daran, wir sind veraltet. Ach so. Na gut. Ich bin allerdings mit meinem Ergebnis nicht zufrieden hier. Auch wenn ich euch wie angekündigt dominiere. Ja, das... Oh, jetzt falle ich zurück. Jetzt war Luigi ist und in der Haus. Und mit Ansage auf die Banane. Ich mag diese Kurvenkombination hier überhaupt nicht. Überhaupt auch nicht. Ich wollte schon sagen. Ach, komm schon. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass irgendeiner von uns Gesamterster wird. Das wäre vielleicht ein Wunder. So. Immerhin, ich bin in den Punkten, aber ich glaube, es gibt auch für den letzten Platz noch einen Punkt, oder? Nein. Wer ist denn der Wario? Wow, Neunter. Huhu. Vario. Bist du das, Kevin? Aber guck mal, 2 Punkte, Kevin. Alles gut. Nicht schlecht. Ich hab 4. Du warst Rosa. Oh ja. Irgendjemand muss Next Race drücken. Wer ist denn die 1? Ich bin die 1, aber Strecke A geht nichts. Geht nicht? Jo. Kaputt. Kevin, du schon wieder. Ich bin gespannt, was wir als nächstes fahren. Ist total aufregend. Mal gucken, wie so mein ganzer Zeitplan hier durcheinander gerät. Ach nee, ist ja total easy. Wir sind ja voll in der Zeit. Ist ja super. Alle Zeit halt. Micha, musst du irgendwo hin? Wieso hast du dein Headset nicht auf? Hab ich doch. Ach so. Drehst mal ein bisschen nach oben. Also ich meine, du redest zwar eh nicht, aber damit, wenn du mal was sagst, dass man das ja hört. Ja, man hört mich doch. Also, na gut. Micha hat eh nichts zu sagen. Ja, wir spielen, oh, das ist eine super Strecke übrigens. Die basiert auf Excitebike. Kennt das einer von euch? Weil das kennt tendenziell wirklich nur ich. Das war nämlich auf dem NES ein Spiel. So ein Motorrad-Seitenspiel. Ich glaube, da gab es mal ein Remake. Ha, ha. Oder? Nee. Jetzt geht's. Nein! Auf jeden Fall eine super anspruchsvolle Strecke. Die geht nämlich im Prinzip nur im Kreis. So ein bisschen wie Babypark, nur größer. Und Babypark ist eigentlich echt die beste Strecke. Weil ich finde, bei Babypark, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Also da erkennt man, wer es drauf hat und wer nicht. Komm schon. Ja. Genau.
Wenn du fünfmal überholt wurdest, ist das der Moment, ab dem solltest du kein Mario Kart mehr spielen. Nein, ich glaube, wenn du fünfmal im Babypark überholt wirst, dann hilft auch Üben nicht mehr. Ach, komm schon. Ah, voll auf die Wiese. Juhu. So. Juhu, Turbo. Ich komm zu dir, Basti. Was? 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 Wer hat dem Hassan erlaubt, auf dem dritten Platz zu... Oh nein, ich bin an der Rampe vorbeigefahren. Dump, dump, dump. Jetzt fahre ich underground. Moin. Verdammt, sei es so Schokolade, was auch immer du bist. Ach so. So. Oh nein, jetzt bist du... Oh, da hat mir jemand... Ah, endlich ist die Rosa da, wo sie hingehört. Nein, 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 nein. Mir geht's total gut, weil wie die Community sicherlich sieht, oh nein, da kommt ein Panzer, verdammt. Karma. Jetzt geht's mir nicht gut. Diese Strecke spiegelt mein tatsächliches Fahrkönnen wieder, beziehungsweise das Ergebnis auf dieser Strecke. Auch wenn der scheiß Donkey Kong mich gerade überholt hat. Ja, immer diese Affen hier. Ich bin ja auch der Typ, der die Frauen immer zum Weinen bringt beim Mario Kart Spielen, weil ich halt so ein Arschmann bin, ja. Wenn Mädels mitspielen, ist mir scheißegal. Die kriegen mir so oft die... Auf die Fresse sollte man ja nicht sagen, das ist ja vielleicht ein bisschen zu brutal. Aber bei Mario Kart, da kennt der Basti einfach nichts. Nein, 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 nein! Ach, komm schon. Guck mal, er fliegt da geil mit der Kanone durch die Gegend. Michael, warst du, oder? Immer diese Michael. Ich bin in den Top 3, yeah! Mario, Kevin, habt ihr, wie lange hast du deinen Führerschein schon? Liegt es vielleicht daran, dass du überhaupt nicht fahren kannst? Schlimmste Frage ever. Haben die Mädels das Auto hier hochgefahren? Ich hab Angst. Geile Dragon-Strecke. Ich glaube, die Strecke habe ich noch nicht gesehen. Ihr seht jetzt übrigens auch den Grund, warum der Basti tendenziell das Wochenende dann wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Weil ich die Strecken einfach in- und auswendig kenne, was vielleicht nicht ganz fair ist. Ach, kein Wunder. Deswegen werden unsere Cosplayer vermehrt über das Wochenende zocken. Und wer Kimi auf der in die Magic gesehen hat, weiß, dass die voll aufgeht in ihrem Zockelement. Die Maya grinst sich auch schon einen ab. Genau, die sagt nämlich, die fährt nur Rainbow Road. Also wenn wir mit Maya spielen, wird nur Rainbow Road gefahren, eine Stunde lang. Das ist sehr gut. Das ist wie so ein YouTube-Video, wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, das Super Mario-Theme 10 Stunden am Stück gibt. Hast du mal mit der Nyan Cat probiert? Mit der Nyan Cat? Ja, nach 4 Stunden bin ich eingeknickt. Echt? Ja. Du bist echt ziemlich Hardcore-Cat. Ja. Obwohl du so scheiße Mario Kart fährst. Hey, ich bin gerade Erster. Wer war das? Das wollte ich kurz dir kundtun. Jetzt steht der Chef da. Gleich läuft der Chef durchs Bild, weil er bestimmt rüber auf die andere Seite möchte. Das ist okay. Ah, ich kann nichts sehen. Gute Idee. Das hättest du nicht sagen sollen. Ja, no. Come on. So, verdammt knapp daneben. Ich finde die Strecke hier ziemlich abgefahren. Ich glaube, das ist eine... Also, total gut ist auch die Zelda-Strecke, die es gibt. Das war auch im DLC drin. Ja, es gibt eine Zelda-Strecke. Es gibt eine Zelda-Strecke, die ist echt gut. Die ist auch vom Design her meine absolute Lieblingsstrecke. Come on. So. Ich würde sagen... Aber wir haben ja noch ein Rennen. Sehr spannend. Total entspannt hier. Ich bin gerade am Weinen. Ich weine gerade. Das ist der Quinici-Abend, deswegen streamen wir auch immer abends. Weil wir einfach wissen, dass hier in diesem Bereich, wo die Aussteller stehen, am Abend einfach immer gechillt ist. Also wir könnten wahrscheinlich auch 6 Stunden am Stück jetzt hier zocken und es würde im Hintergrund genauso ausschauen, obwohl die Con ja ausverkauft ist.
weil sich einfach alle dann jetzt auch langsam oben im Festsaal versammeln, wo ja dann die große Eröffnung ist, wo die ganzen Gäste vorgestellt werden, der Pochi Award verleihen wird. Schulische Letzter. Hassan, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Also ich bin damit glücklich. Kevin, was ist schiefgelaufen? Du warst doch Erster. Yeah! Unfassbar. Unfassbar. Ich bin glücklich. 7 Punkte. Jetzt, Leute, letztes Rennen. Komm, einfach nochmal alles geben. Alles geben. Just do it. Make dreams come true. In der Zwischenzeit überlege ich mir, was ich eigentlich in meinem nächsten Programmsegment mache. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereiten können. In unserem Programmplan steht als nächstes, als Programmpunkt bla 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 drin. Bla bla bla, nicht schlecht. Weise Worte. Vielleicht filmen wir einfach mal Mimi dann dabei, wie sie schießt. Ach komm. Das hier ist so ein bisschen Pseudo-Rainbow Road. Man kann halt leider nicht runterfallen. Nein! Aber vom Feeling her... Nein! Sehr Sci-Fi-lastig. Alter, das geht sogar nicht. Doch, hier kann man runterfallen. Oh, ich habe eine Stelle gefunden. Sollte nur nicht selber runterfallen. Ach komm schon. Kevin hat die Stelle zum Runterfallen auch gefunden. Also ich bin auch ein riesen Fan von Mario Kart 8. Double Dash fand ich ja nur ganz okay. Das auf dem... Echt? Das war wirklich das Beste. Das war das Allerbeste. Nee. Das war das Coolste ever. Okay. Oh nein, jetzt bin ich blind. Ich sehe nichts. Das hier ist übrigens auch eine Strecke, das fällt euch wahrscheinlich nicht auf, weil es eh so chaotisch ist. Da fährt man nicht im Kreis. Das ist wie so eine Rainbow, ich glaube, gibt es ja bei den alten Rainbow Roads auch. Du fährst einfach von A nach B und es ist eine ultra lange Strecke. Okay. Das ist ja wunderschön. Und tschüss. Das war jetzt die Mimi. Bald habt ihr alle Cosplayer einmal durchs Bild huschen sehen. Ja, wahrscheinlich. Das macht nichts. Ich werde es sowieso verlieren. Ach komm schon, ich krieg keine guten Items. Was ist das? Das ist das Leben. So. Wer ist denn da Vierter? Was geht denn da ab? Micha, was geht? Bei mir läuft. Bei ihm geht's gut. Zeit für ein paar rote Panzer, würde ich sagen. Das ist nicht nett. Ach komm schon, ich bekomme keine guten Items. Das liegt an dem Controller. Ja, natürlich. Die sind manipuliert. Ich habe eure vorhin alle einmal runtergeschmissen. Das stimmt. Verdammt. Oh, Hauptsache Vierter. Ja, guck mal, Hassan. Awesome. Sehr gut. Wir sind alle normal. Nein, also ich glaube, es gibt dann irgendwann einen Punkt, da wirst du rausgekickt, weil du so scheiße bist. Oh, das war zu hart. Der Kevin ist das gewöhnt. Jetzt ist er traurig. Ja. Okay, danke, Bild. So, schauen wir uns mal die Gesamtwertung an. Wie ich gesagt habe, zumindest hier in der Runde bin ich der geilste Hengst, wenn auch nicht insgesamt. Ja, Hauptsache bin ich bei. Okay, doch. Kevin kann überhaupt nichts. Sehr, sehr schade. Das ist schade. Kannst du nicht. Hätten wir lieber Prinzessin Rosalie und die 7 Bienchen spielen sollen. Ja. Mehr Stimme. Ja, Double Dash wäre wirklich gut. Jungs, ich bedanke mich bei euch. Bleibt noch kurz sitzen. Ihr bekommt nämlich noch was von mir. Oh. Der Basti läuft jetzt auch mal ein bisschen durchs Bild. Und geht mal hier rüber. Ihr seht mich zwar nicht, aber jetzt bin ich auf unserer Verkaufsfläche. Jetzt live von unserer Verkaufsfläche.
Das war ein Ich wühle in einer Kiste, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufregend das ist. Benni schaut mich total entgeistert an. Sie Falls Monkey auch, zuschaut, ja, Benni wirst du auch noch sehen. Was, auch wenn du ihn jetzt gerade nicht siehst. Aber Benni wird es auch irgendwann an diesem Wochenende im Stream zu sehen geben. Lauter, genau. Und jetzt kommt der Basti wieder zurück ins Bild. Hallo, hallo. Okay, von Egmont Manga. So, und jetzt gehen wir mal hier rüber. Und wir haben nämlich so ein paar Mangas als Preise. Kevin denkt sich, oh, wie geil. Hoffentlich ist was mit Titten dabei. Hm. So, ich habe hier Mangas von unseren Partnern. Du machst den Hassan glücklich. Ich habe hier so XXMe. Das sieht doch nach was für Kevin aus. Ich habe die Sargprinzessin. Ich habe, ich schmeiße den guten Noragami erstmal durch die Gegend. Knights of Sidonia. Number 6, Pakt der Yokai und My Little Monster. Jeder darf sich einen aussuchen. Knights of Sidonia. Knights of Sidonia. My Little Monster, was magst du? Irgendeins. Irgendeins. Ich finde, da kriegst du Pakt der Yokai, das schaut niedlich aus. Hervorragend. Wir haben 1700 Münzen gesammelt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Euer Elend könnt ihr im Rerun bei Twitch euch anschauen auf unserem Channel. Peppermint-Anime, Entschuldigung, Twitch.tv/Peppermint-Anime, so rum. Völlig falsche Adresse. Oder auf unserem YouTube-Channel, auch Peppermint-Anime. Gerade du solltest das nochmal ganz genau analysieren. Ich sehe euch jedes Video. Aua. Erfolg, genau, abonniert den YouTube-Channel. Micha, Hassan, Kevin, vielen, vielen Dank. Eure Funkis hier einfach nach rechts rüber, dass sie so auf aus sind. Die Headsets bitte dann einfach hier auf den Tisch legen. Okay. Und dann jage ich euch einfach vom Stand. Und dann überlege ich mir, was wir als nächstes machen.